No gunshots, but they getting low, 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 low. Yo, servus Leute und ein herzliches Hallo. Hier ist wieder euer Lux am Start und wir befinden uns wieder mal in City Skylines und wollen mal gucken, was wir hier so weiter Schönes machen können. Ich will ja irgendwann noch hier drüben weiter alles schick ausbauen. Noch haben wir so viel Platz und so viel Zeit. Hier hinten unser Blümchen, nenne ich es mal, wächst auch schön, expandiert schön nach und nach. Der Rollercoaster ist gefüllt und ich habe hier eben gerade noch was gesehen. Genau, und zwar hier ist der Fußgängerweg gar nicht angeschlossen und das werden wir mal sofort nachholen. So, Manu, muss ich hier nicht am Raster orientieren. Kann hier auch eine angenehme kleine Kurve kommen. So, wunderbar, damit die Leute hier auch zur Bushaltestelle laufen können. Wir haben momentan so viel Kohle, da würde ich ganz ungern die Zeit vorspüren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da können wir es auch so laufen lassen. Ich lasse nur sonst immer, um genug Geld anzusammeln. Aber so sieht es eigentlich schon viel schöner aus, wenn die Busse hier reguläres Tempo fahren. Ja, hübsch. Ja, oh, und der Tower hier ist auch hübsch beleuchtet. Sieht stylisch aus, hat was, finde ich. Ja, sehr schick. So, egal, weiter zum Thema. Und zwar hatte ich vor... Ja, hier, wegen der Autobahn hat sich immer noch keiner gemeldet. Wenn irgendwer eine Ahnung hat, bitte einfach mal schreiben, wie man da das Untergrundgebimse entfernen kann. Und zwar wollte ich mit euch hier unser ländliches Gebimsel noch etwas ausbauen und wollte hier so ein paar hohe Häuser zwischendurch doch noch einfach mal reinhauen. Da wir hinten auch die Büros haben, dachte ich mir, hier machen wir einfach mal so einen kleinen Bereich auch mit hohen Wohngebäuden. Und zwar wollen wir dafür unser Ausmalwerkzeug Pinsel Gebimsel haben. So, schön, das ist schön. Ich will natürlich auch nicht allzu viel hohe Gebäude hier in dem Umfeld haben, aber so ein paar kleine wären schon, also ein paar größere, kleine Flächen meine ich damit. Kleine Flächen, große Gebäude. So. Schön ausmalen hier das Ganze, ordentlich bunt machen, ein bisschen dunkelgrün mit ins Spiel bringen. Kann ja nicht immer alles nur hellgrün sein, ne? So. So ist doch gleich viel schöner. Gucken wir mal, ob hier was wächst. Ich meine, momentan ist ja die Nachfrage an höheren Gebäuden nicht so dramatisch, beziehungsweise ist nicht so gefragt. Allerdings könnten wir hier das Gewerbe schon vergrößern, denn Gewerbe ist momentan eine kleine Nachfrage da. Wollen wir das auch gleich mal hier erfüllen, gelle? So, hier ein bisschen und passiert was, da wächst auch schon was. Oder ne, sind noch die alten, weil die nicht abgerissen sind, habe ich eben nicht drauf geachtet. Hier vorne wächst jetzt auf jeden Fall was. So. Die anderen Häuser hier ringsherum sind ja immer noch etwas kleiner und ländlicher und von daher... Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, ich spiele eigentlich auch, wenn ich hier nicht aufnehme... Und spiele ich auch immer auf schnell. Jetzt dauert natürlich das Ganze hier ein bisschen, bis es wachsen tut und alles. Da ist noch eine Fläche hellgrün gewesen. Jo, wir brauchen nämlich ein paar Leute mehr, sage ich mal. Beziehungsweise hätten wir auch hier hinten den ganzen Kasten höher machen können. Wie geht es denn eigentlich unserem Hafen? Stau bildet sich hier momentan auch keine. Die Straßen sind hässlich, aber... sinnvoll verbunden. Wunderbar, hier läuft es auch. Können wir hier dann noch irgendwelche Gebäude mit dran setzen? Können wir. Und ich würde sagen, wir machen das auch. Natürlich, wenn wir jetzt hier noch Gewerbe mit ranhauen, fehlen hier einfach die Kunden. Aber wir werden erstmal hier die Gewerbeflächen weiter ausschildern. Hier haben wir ein komplettes Einkaufsviertel. Da lohnt es da mal Geld auszugeben, hä? Ja, unser Park hier. Wow, hier kommt eine Traube von Menschen.
Oh, sogar mit Hund. Hund folgt niemanden. Wunderbar. Hund ist also ein Streuner. Ja, in Ordnung. Ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten langsam an, diese kleine Insel so einzurichten. Kleine Insel ist gut. Und zwar, nur komm, dann zeig mir mal hier das Straßennetz. Haben wir hier Alleen? Ja. Warum ist jetzt schon wieder das Raster aktiv? Und von hier geht natürlich keine Straße ab. Wunderbar. So, und zeig dich doch mal. Ja, machen wir es so, würde ich sagen. Dann hier hinten nochmal in die Richtung. Mal gucken, ob wir hier mehr dran kommen. Da kommen wir auch so ran. Sieht relativ vernünftig aus, würde ich jetzt auf Anhieb behaupten. Machen wir hier noch eine geschlossene Straße zu. Ich überlege, ob wir die jetzt hier rumziehen. Ziehen wir einfach mal mit rum. Da würde ich ungern ran, durch die Kreuzung hier. Und hier haben wir aber diese Doppelspurigen, was sind das hier, Vierspurigen oder was? Da bin ich gerade am überlegen, könnten wir ja rein theoretisch bis hier hinhauen? Ja doch, das werden wir einfach mal, nee, eine Busspur wollen wir nicht mehr dran, definitiv nicht. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen höher hier. So, hier müssen wir jetzt einmal drum rum. So, und jetzt auch wieder runter. Und jetzt würde ich ganz gerne freilaufende Straße haben. Ich überlege, ob wir die hier... Die werden wir hier an der Küste langziehen, die Straße. So, wunderbar. Jetzt wird es interessant. Denn wir wollen ja hier drüben zu unseren Sehenswürdigkeiten kommen. Bleiben wir selbstverständlich bei der großen Straße auf jeden Fall. Beziehungsweise noch sind ja auch gar keine Sehenswürdigkeiten da, aber sind ja geplant. Und von daher, so, setzen wir es einmal so. Und gehen hier schon mal in das nächste Viertel, sage ich einfach mal. Einmal bitte hier über die... So, jetzt gib mir noch mal eine Straße. Mal gucken, ob wir hier Kacke gebaut haben. Das Ganze ist ein bisschen schief. So. In Ordnung. Wenn wir das Ganze hier wieder versuchen, einigermaßen parallel und rechtwinklig hinzukriegen. So dürfte es eigentlich auch hinkommen. Ist hier jetzt etwas schräg, aber stört ja weiter keinen. Ja, und dann würde ich doch mal fast behaupten, Moment, fehlt momentan. Wir machen doch einfach mal ein bisschen schneller. Ich meine, ob wir Kohle haben oder nicht, aber dann kriegen wir auch schnell angezeigt, was denn gefordert wird und was nicht und können dann auch neue Sachen bauen. Ansonsten, was ist hier mit der Straße? Warum? Der Buckel gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber dann könnten wir auch theoretisch gleich mal hier, Moment, die reißen wir mal ab. Und wir können uns zusammen einfach mal angucken, wo haben wir es denn? Bodenrohstoffe nicht, Wasser nicht. Gelände. Verschiebungswerkzeug, verschieben wollen wir nichts. Planierungswerkzeug. Glättungswerkzeug, klingt schon mal ganz cool. Machen wir hier noch ein bisschen größer.
Und zwar das Ganze hier ein bisschen absenken. Die ganzen Unebenheiten und Hügel hier einfach mal wegzimmern. Das Ganze kann ruhig ein bisschen flacher sein. So, macht das Ganze auch ein bisschen runder, die Klippen und so, und nicht ganz so abgehackt. Warum wird es jetzt schon wieder Nacht? Das ist doch, Mann. Wow. Hier kommt gleich turbomäßig was hochgeschoben. Okay, das wollte ich nicht. So, jetzt sehen wir hier natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? So, aber so sieht es einigermaßen attraktiv aus, hoffe ich. Wenn wir gleich bei Licht nochmal genauer sehen. Jetzt haben wir natürlich keine freilaufende Straße mehr. So. Schick, hoffe ich. Immer noch mit einem Hügel in der Mitte. Das gibt's doch nicht. Ach man. So, dann nehmen wir hier nochmal unser Werkzeug. So, und jetzt lasse ich mal wieder hell werden, damit wir auch sehen, was wir hier treiben. So, und jetzt komme, was wolle. Jetzt haben wir es hier glatt ein bisschen zu tief gehauen, aber es sieht schon wesentlich besser aus. Die Frage ist, was werden wir da hinten hinsetzen, ranbauen, wie auch immer. Wir hatten ja die Freiheitsstatue so in Betracht gezogen. Ich gehe mal davon aus, wir werden hier an die Klippe die Freiheitsstatue setzen und hier hinten in den Reichstag irgendwie hinziehen. Müssen wir nur gucken, ob das alles, ich weiß nicht, ist dann auch natürlich nicht ganz so schön zu erreichen von Autobahn. Da werden wir hier dann auch nochmal eine Abfahrt hinzimmern, zaubern müssen. Werden wir so oder so machen müssen. Für hier hinten das Gebiet. Ich würde sagen, machen wir einfach jetzt, bevor wir hier lang quatschen. Nehmen wir hier erstmal einfach mal irgendeine Billigstraße. Nanu. Ich muss mal gucken, wie die Freiheitsstatue verläuft, beziehungsweise wie weit wir die an die Küste hier gleich setzen können. Oh, da ist auch nochmal ein ordentlicher Wuppel hier in einem drauf, aber ist erstmal wurscht. So, jetzt gucken wir erstmal hier nach Sondergebäuden. Da haben wir sie auch gleich. Gebäude muss neben der Straße positioniert werden. Ist es ja. Ort ist bereits belegt, Gefälle zu steil. Hier nicht. Gebäude muss neben der Straße platziert sein. So, hier haben wir es. Ja, machen wir es ganz einfach mal so. Natürlich noch nicht hier im optimalen Bereich. Jetzt bauen wir natürlich auch eine Straßenanbindung wieder. Ich werde mal gucken. Schlimmer ist natürlich, der Hafen ist woanders. Ich glaube, in New York liegt es ja so, dass man, wenn man mit dem Schiff ankommt, da direkt hinkommt, dran vorbeifährt. Ist jetzt bei uns nur nicht unbedingt der Fall. Ist aber auch erstmal relativ gleichgültig. So, verbessern, verbessern, verbessern. Man hätte natürlich auch machen können, dass man einmal ringsrum fährt mit einer Einbahnstraßenfunktion. Brauchen wir aber nicht. Ich habe
gar keine Ahnung. Das war natürlich zu weit. Wird es ja auch schon fast zu weit sein.